So, liebe Leute, Entschuldigung, wie es bei mir ausschaut. Ich habe hier mein 5-Mark-Stück aus der DDR. Immer auch am Platz, wie verschiedene Münzen. Hier sind nun die Memoiren von Erich Honecker. Jetzt schauen wir uns das Stück mal an. Erstmal den Umband. Schöner Stoff in Weiß. Die Schrift rot. Innenband rot. Einen Dietz Verlag Berlin. Ja. Erich Honecker aus meinem Leben. Ich habe jetzt schon ein bisschen geschmökert, das Inhaltsverzeichnis. Ich konnte nicht an mich halten. So, und jetzt habe ich hier 98 Abbildungen. Dritte Auflage. 13,50 Mark. Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit. Und ich habe meine Unterschrift von Erich Honecker. Das sind 300. Entschuldigung, müssen wir schauen. Das sind laut Inhaltsverzeichnis war gebraucht 479 Seiten. Und jetzt gehen wir da gleich spannend rein in den Inhalt. Vorbemerkung des Verlages lesen wir gleich. Aus einer Arbeiterfamilie. Als Kind, also erstmal, ne? Arbeiterfamilie. Jung Spartakus, Partei Ernst Dellmanns, dann Begegnung im Land Lenin, Kampf um Einheitsfront, das scheint in Russland gewesen sein, Moment, ich muss mal schauen, Begegnung mit dem Land Lenins, im Kampf um Einheitsfront, illegal im Ruhrpott, da war er wahrscheinlich im Widerstand, genau, an Saar und Spree. Jahre der Haft, Tage und Stunden der Befreiung, Symbol der aufgehenden Sonne, Einheit der Arbeiterklasse, Grundrechte der jungen Generation, Friedensflug nach Ossen, Geburtsstunde unseres Staates, mit der Jugend für Sozialismus, Frieden, Zeit für das Studium, der 13. August 1961, Vertrauen in die Kraft des Volkes, mit dem Sport verbunden der Jugend, Neue Horizont. Ja, und dann geht's weiter. Also, jetzt muss ich es ein bisschen schieben. Tut mir leid, ist bei mir ausschaut, Jungs. An der Spitze der Partei, Generalsekretär. Und warum konnte denn dieses so lange aushalten, obwohl jeder wollte, dass der Staat sich einigt? Weil die so erfolgreich waren. Unter, ziemlich erfolgreich unter sozialistischen Ländern, klar. Unter den entwickelten Industriestaaten der Erde. Moderne Leistung der sozialistischen Industrie, Resultate Agrarpolitik, Erfinder und Neuerer gefragt. Die millionste Wohnung, die Geburtenrate steigt wieder mit der Jugend für die kommunistische Zukunft, sozialistische Kulturpolitik, unsere Demokratie, Begegnungen auf der Krim, Unterschrift Helsinki, zwei deutsche Staaten, zwischen Manila und Havanna zur aktuellen Lage. Es ist jetzt zu berichten vom Jahr, Sekunde, 81. Wir springen gleich auf die Seite 415, Entschuldigung. Und ich hatte noch im Auge 220, glaube ich. Geburtsstunde, Vertrauen, Kraft, neue Horizonte, an der Spitze der Partei. 241 hatte ich vor und 415. 241 und 415, Vorbemerkung des Verlages, auf Wunsch des Herausgebers, Leaders of the World. Könnt ihr es selber lesen auch. Präsident Robert Maxwell hat der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, für den angloamerikanischen Verlag Pergamon Press Limited, Oxford, eine Autobiografie geschrieben. Die entsprechende
Ausgabe für die Deutsche Demokratische Republik besorgt, der DIE Verlag Berlin. So, jetzt haben wir gesagt, gleich an die 241, Spitze der Partei und dann aktuelle Fragen 415-81. Ja, das ich springe da ein, verfasst zu private Bilder, also die gönne ich euch fast nicht. Mit Mutter, Geschwister, Willi, Erich, Käthe, Caroline, Frieda, Honecker, ne? Das kauft ihr euch selbst, das Werk. Dann habt ihr auch diesen Schnappschuss. Schlüssel ich jetzt über die Seiten aus einer Arbeiterfamilie. Ich muss mir das natürlich alles irgendwann in meinem Urlaub reinziehen, wenn ich mal sowas habe. 241. Mir kommen sie jetzt auf die Resultate an. Oh, was sehe ich denn da? Eine Überraschungsgeste des Herrn. Konrad Kaumann. Heumann, was ist denn das? Überreicht durch das Sekretariat der Bezirksleitung Berlin der SED anlässlich und so weiter. Ja, Bezirksdelegiertenkonferenz, der 10. Parteitag der SED, original von 1981. Bezirksdelegiertenkonferenz, ich habe Dank an Herrn. Ja, ich lasse es mal so, 241. Ich danke Ihnen. Ich werde es in Ehren versuchen halten. Auf jeden Fall halte ich es in Ehren. Ja, da ist wieder ein schönes Foto. Die Fotos müsst ihr euch selber kaufen, sozusagen. Entschuldigung. Und an der Spitze der Partei, ja. Für mich begreifend denkwürdige Stunde seit des Wirkens. Ich arbeite da an der Seite von Wilhelm Pieck, Otto Kororowohl, Walter Obricht, Friedrich Ebert, Bruno Leuschner, Hermann Martin, Heinrich Rau, Hermann Warnke. Ja, also das muss ich mir alles genau durchlesen. Da muss ich ein Exzerpt schreiben. An der Spitze der Partei 241 bis 250, das sind 9 Seiten. Wenn ich von sozialer Sicherheit gesprochen habe, dann noch eine Bemerkung. Wir fassen diesen Begriff weiter. Das realisierte Recht der Menschen auf Bildung, schöpferische Selbstverwirklichung in der Arbeit und in der Freizeit und der Freizeit. Verstehen wir so, dass dazu auch unentgeltliche medizinische Betreuung, ausreichende Versorgung im Alter und wahrhaftig nicht zuletzt auch menschenwürdige Wohnverhältnisse gehören. Ja. Jetzt haben wir hier wieder schöne Bilder. Die möchte ich euch halt jetzt nicht, ob ihr dem dazu bereit seid, das zu wissen oder nicht. Es gibt Leute, die können übers Internet was beeinflussen. Und deswegen, dann haben wir gesagt 241 und was war die zweite Seite? Wenn wir zurückgehen, unverletzt, es darf kein Eselsohr sein. Da schämt man sich beim Buchhändler, wenn ihr mal ein Sammlerstück habt. Entschuldigung, ich habe Käfer. Das ist so beim Naturholzwalle, gell? Ja, das gönne ich euch. Das gönne ich euch nicht mehr. 415, ja. Na, da links ist ein Bild wieder zu aktuellen politischen Fragen. Wie schätzen Sie? Ach, ein Interview, ja. Das Problem besteht darin, dass bestimmte Kreise in der Bundesrepublik Deutschland, besonders Teile der Massenmedien, noch nicht eingesehen haben, dass die Deutsche Demokratische Republik kein Inland der BRD ist. Bei ihnen ist ständig die Versuchung sehr groß, sich als alleinige Vertreter deutscher Politik aufzuspielen. Das ist selbstverständlich völlig abwegig. Beim Abschluss des Grundlagenvertrages wurde klar formuliert, dass die DDR und... Ah, jetzt habe ich natürlich wieder... Sehr gut. Die BRD Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eines jeden der Staates habe. Es war halt 89, fällt die Mauer, ja. Da möchte man, das sieht man,
noch in Ruhe zu Gemüte ziehen. Das war von 415 jedes Interview. Und zwar 415 bis 431 bis 437. Frage. Ja, also es geht hier sehr um die Internas, scheinbar auch, aber es geht auch um die Geschichte. Ja, also 500. Wiederkehr des Geburtstages von Martin Luther im Jahr 83 und. Wie gesagt, ich habe meinen Fünfer in der Hand für euch, Leute, dass ihr das durchgelebt habt. Ich danke euch dafür. Wir haben ein duales System, die soziale Marktwirtschaft. Und jetzt schaut euch mal an, so viele Bebilderungen sind es. Der Anhang, so viele Bebilderungen. So viel. Entschuldigung. Ja? Und die schaue ich mir natürlich an. Da ist, habe ich mal abgeblendet. Es sind sehr viele private Bilder auch. Teils machen so einen Anschein, aber sehr viel öffentliche. Eigentlich sehr viel mehr öffentliche, aber auch private Bilder von ihm. Ach, ist das herrlich da. So, und ich danke mal der SED an der Stelle. Da ist der Zettel. Ich schneide es vielleicht raus, wenn ihr das wollt. Es ist eine Originalübergabe stattgefunden mit diesem Parteibuch. Erweitert der Erich Honeckers Werk wird fortgesetzt in der Neuzeit. Ja, die soziale Marktwirtschaft an, bitte Leute. Die soziale